Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook Live und auf meinem YouTube-Kanal Zunkos Welt TV. Heute haben wir, glaube ich, ein wirklich leibendes Thema, nämlich wie viele Zylinder bringen richtiges Glück. Und dieses Thema hat mir einer vorgeschlagen. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau wer. Vielleicht schaut er mit, weil die Lorbeeren für dieses Thema, na, die würde er verdienen. Ich glaube, es war der Mario Zwetti, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Vielleicht schaut derjenige, jetzt ist er live dabei und schreibt mir das unten kurz dazu, weil das ist wirklich eine super Geschichte. Eine super Geschichte und ich meine, da gibt es ja echte Philosophieunterschiede. Da gibt es welche, die schwören auf den Einzylinder und dann gibt es relativ viele, die schwören auf den V2 und dann gibt es sehr viele, die wollen einen Reihenvierer und dann gibt es welche, die wollen einen V4 und dann gibt es natürlich auch noch die Sechszylinder. Da glaube ich, nein, gibt es sogar auch Reihensechszylinder und V6 gibt es auch und dann gibt es sogar noch V8 in so Motorradeln und da gibt es wirklich wahnsinnig viel und dann sind ja auch noch diese unterschiedlichen Ausrichtungen, also mit dieser Crossplane-Technologie kriegt so ein Reihenmotor fast seine V-Charakteristik und da ist wirklich was los und da bin ich echt gespannt, wie diese Sympathien und Vorlieben, wie die bei euch verteilt sind. Der Hard to Hard, das habe ich noch gelesen. Geht nichts über einen Sternmotor. Genau, da haben wir gedacht, dann muss ich diesen Sternmotor erwähnen, ja. Der Sternmotor ist offensichtlich dabei. Gut, das fährt heute so wahnsinnig, eine unglaubliche Beschleunigung aus dem Stand. Das ist ein Wheelie aus dem Stand, von der Ampel weg. Unglaublich, was da los ist. Die Grüße gebe ich alle zurück. Ganz herrlich, ich war wirklich immer eine Freude, dass da so viel los ist. Und jetzt schaue ich mal, ob es da schon, der Frank Schulze fängt nämlich gleich an, um hier gleich ein wenig Feuer ins Öl zu bringen, möchte ich es mathematisch erklären. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Okay. Die mathematische Erklärung, ich habe jetzt geglaubt, da kommt irgendeine Berechnung, weil da gibt es ja ganz arge Berechnungen bei so Motoren, die ich selber nicht ganz drauf habe, deswegen habe ich jetzt gehofft, der Frank Schulze legt dort jetzt gleich ordentlich die Latte hoch, aber der Frank Schulze schreibt, Zylinder größer als 3 ist gleich Auto. Okay. Lediglich der Grenzwert eines V4 ergibt auch ein Motorrad. Ja, also da sind wir jetzt eh schon mitten im Thema drinnen. Bei mir ist es so, ich habe natürlich gern sehr viele Zylinder. Und es gibt ja relativ viele so 6-Zylinder. Das ist gar nicht so wenig. Also die 6-Zylinder, das hat es schon gegeben von Honda, die CBX mit der Zahnstochergabel. Das war natürlich ein wahnsinnig toller Motor. Dann hat es gegeben ein Benelli mit einem 6-Zylinder. Hat die See irgendwas geheißen? Benelli mit einem 6-Zylinder. Kawasaki Z1300 mit einem 6-Zylinder. Dann natürlich Honda Goldwing mit einem 6-Zylinder Boxer. Und natürlich von BMW die K-Reihe 1600er 6-Zylinder, ganz normal. Und was halt bei so einem 6-Zylinder schon unfassbar ist, also das wird natürlich viele einfach abschrecken, die werden sagen, na gut, das brauche ich nicht, das ist ja irrsinnig breit und hat ja eine Laufkultur da gespielt und immer, dass ich einen Motor unter mir habe. Und das stimmt natürlich, das hat eine wirklich tolle Laufkultur, aber es hat trotzdem einen gewaltigen Schub und mich fasziniert das schon. Und ich meine, dieser bayerische 6-Zylinder, der baut jetzt nicht wahnsinnig breit. Der, ich glaube, das haben sie geschafft, dass das nicht wahnsinnig breit ist. Ja, und in der Horex haben sie sogar so ein V6 drinnen. Jetzt ist das Horex bis jetzt nicht in die Gänge gekommen. Die haben jetzt einen zweiten Anlauf gestartet. Vielleicht geht es jetzt besser. Das kann man nur hoffen. Aber das Motorkonzept ist schon was Irres. Die haben nämlich einen 6-Zylinder und der ist relativ schlank. Der ist relativ schlank durch diese V-Anordnung, der ist das auch ein bisschen versetzt. Das macht eigentlich einen sehr, sehr
tollen Eindruck. Ist auf alle Fälle was ganz, ganz Außergewöhnliches. Aber ich würde jetzt a priori ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich würde auch noch für sich auch sagen, einen Sechszylinder brauche ich nicht unbedingt. Guten Abend. Einfache Frage, einfache Antwort, sagt der Lorenz Welschbillig. 1, 2, 3, 4 oder 6 Zylinder sind das Richtige. Ja. Ja, der Fettinger Rudolf sagt, mindestens kann ja V8. Super Sound. Ja, ein V8 gibt es natürlich auch in der Boss Hose. In der Boss Hose, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht von Lotus auch irgendwas eine Maschine gegeben hat mit einem V8. Aber ich meine, das ist zum Beispiel so, mit dem V8, das ist der Bocki nicht leicht. Also ein V8, so eine Boss Hose, ich meine, da ist der Tank schon so unfassbar wuchtig, dass ich das eigentlich gar nicht ganz leicht aushalte, weil, ja, das ist einfach schon ein zu großer Koloss zum Motorradfahren. Das ist natürlich super, wenn es irgendwo abstößt. Das macht natürlich schon was her. Und es hat natürlich auch beim Fahren jetzt eine unglaublich satte Beschleunigung. Aber trotzdem, da hört bei mir dann schon eigentlich das Motorradfahren auf. Also wenn ich mit was richtig Schweren fahren will, dann will ich nicht einen V8 drinnen haben, sondern dann will ich also einen V2 drinnen haben. Also entweder so einen Indian V2 oder ein Harley Davidson V2, am liebsten einen Luftkühlten. Das habe ich dann gern drinnen, wenn die Fahrzeuge ein bisschen schwerer werden, dann finde ich das großartig. Wobei ich da sagen muss, das muss ich jetzt eigentlich schon sagen, dass man ja auch dieses Fahrgefühl auf einer Goldwing, auf so einer 1800er mit einem 6-Zylinder-Boxer, na, das taugt mir natürlich auch wahnsinnig. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist schon super, aber das kann man natürlich auch nicht mit einer Boss-Hose vergleichen. Sondern diese Goldwing, das fährt ja wie ein Raumschiff. Ja, und da fällt mir noch was ganz Absurdes ein. Ich glaube, das haben sie jetzt eingestellt. Das hat das Euro 3 nicht mehr gepackt, aber das war schon ganz was Wahnsinniges. Das war dieser 2,3 Liter Rocket-Motor von Triumph. Das war ein Dreizylinder, aber halt mit drei riesigen Hefen und auf 2,3 Liter Hubraum. Und ich glaube, das hat gehabt 200 Newtonmeter PS, glaube ich, hat es gar nicht so viel gehabt, 140 oder so. Aber wie Triumph das angekündigt hat, haben wir damals gedacht, na sicher nicht. Das ist irgendein Wuchtel, der da jetzt durchs Internet schwirrt. Das kann nie sein. Na, aber die haben das gebraucht. Triumph Rocket, ein 2,3 Liter und noch dazu ist dieser Dreizylinder nicht quer verbaut. Also die Zylinder, die Kurbelwellen liegen nicht quer, sondern das ist längs. Der Länge nach haben sie das verbaut, diese Dreizylinder. Und das ist schon ganz, ganz was Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, wie gut sie das verkauft haben letztendlich. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde es schade, dass es das nicht mehr gibt. Und ich hoffe, dass Triumph tut jetzt diese Euro 4 Hürde für diesen Motor an und nimmt und da nochmal was nachlegt. Weil das war schon eigentlich ein ganz verrücktes, ausgezucktes Fahrzeug. Der Neo Anderson sagt, bin mit meiner V2 in der Suzuki SV650S sehr zufrieden. Ja, der V2 in der Suzuki SV650, den finde ich persönlich auch großartig, den finde ich wirklich super, diesen Motor. Und da kann ich mir noch wahnsinnig gut erinnern, wie Suzuki das braucht hat. Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, aber es war vor der Jahrtausendwende, wie das gekommen ist, bilde ich mir ein. Ja, und da war es halt so, na, das war eindeutig so ein Seitenhieb auf Ducati. Weil diese Ducati Monster haben sie irrsinnig gut verkauft und Suzuki hat sich dann gedacht, na gut, also einen kleinen V-Motor, na, das bringen wir aber super zusammen. Und die haben dann diesen V2 gebracht, auch einen 90 Grad V2. Und dieser Suzuki-Motor, den gibt es ja heute noch, der ist natürlich jetzt verfeinert worden, aber der ist vom Fleck weg ein wirklich toller Motor gewesen, der halt viel, viel einfacher zu fahren war wie der Ducati-Motor, weil der hat unten nie gerupft, der ist auch ab 2000 Umdrehungen super zu fahren gegangen und diese Ducati-Motoren damals, die in die Monster drinnen waren, die waren unter 3000 immer sehr, sehr schwierig zu fahren. Also,
Und da haben sie wirklich was ganz Großartiges hinzaubert vom Fleck weg. Und das gibt es ja bis heute. Ja, und was bei Ducati noch ist, wenn wir da noch sein, weil das ist natürlich V2, ist natürlich Ducati, immer Ducati V2. Und das ist in Wirklichkeit ein L2. An der L2 deswegen, weil der vordere Zylinder immer liegt. Das ist ja normal so, dass der vordere Zylinder liegt und der hintere steht auf, immer 90 Grad. Und deswegen heißt der Motor L2. Und wie dann die Hubräume angewachsen sind, ist es natürlich immer schwieriger geworden, weil diese Bauart natürlich bedingt, wenn du jetzt eine angemessen lange Schwinge haben willst, dass du ein relativ langes Chassis hast. Und bei der Schwingenlänge kannst du aber nicht wahnsinnig viel herumzaubern, wenn du ordentlich Leistung drinnen hast. Aber wenn die Schwinge zu kurz ist, dann ist ja das Vorderrad dauernd in der Höhe. Das ist dann dauernd in der Höhe und du bringst diese Leistung nicht am Boden. Und nachdem Ducati immer rennsportorientiert war und ist, haben sie hinten natürlich trotzdem eine längere Schwinge gebraucht. Und da ist es dann mit dem L2 relativ schwierig geworden, also konstruktiv schwierig geworden. Und deswegen ist es ja so, dass die meisten Supersportler, die so an V2 drinnen haben, die haben keinen 90 Grad V2. Ich glaube Honda, wie es dann diese Superbike-WM unbedingt gewinnen wollten gegen die V2-Ducati, das haben sie ja selber also einen 90 Grad V2 gehabt in der SP2, Honda SP2 mit Colin Edwards. War Wahnsinn, Colin Edwards mit der Castrol SP2. Und die haben das dann auch gehabt, mit dem 90 Grad V2, aber ich glaube, die haben den ein bisschen nach hinten Draht gehabt. Der ist nicht gelegen wie ein L, sondern eben wie ein V2 ist der gelegen, ist der gestanden. Ja, der Tomislav Mladenovic, Boxer Tuttelmotor. Ja, ich meine, das muss man natürlich sagen, dieser Boxermotor, das ist ja auch was. Es ist was ganz, ganz Einzigartiges. Also einzigartig, wie gesagt, Honda hat ja auch diese Boxermotoren, halt den Sechszylinder Boxer in der Goldwing drinnen. Aber an und für sich, wenn du Boxer hörst, na gut, dann denkst du halt vielleicht noch, wenn du ein bisschen weiter weg bist, denkst du halt auch noch vielleicht an Ural oder Djepre oder sowas oder an die alte Zündapp, den Elefanten. Aber an und für sich ist Boxermotor, das ist BMW. Und die bauen den halt, glaube ich, seit 1923, diesen Boxermotor. Und so wie der momentan benannt ist, also in dieser letzten Ausbaustufe mit dem wassergekühlten Kopf, bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Also das ist unglaublich, was dieser Boxer für Entwicklung gemacht hat. Und mittlerweile fühlen sie da serienmäßig ganz locker 125 PS sein. Und dadurch, dass das so einen irrsinnigen Punch von unten weg hat, ist das zum Straßenfahren wirklich super. Also, der Boxer ist auch ganz was Herrliches. Und dort beim Boxer habe ich noch eine kleine Episode, die ich echt nicht bockt habe. Weil für mich natürlich, ich meine, der Boxer, ich bin mehr oder weniger mit so einem Boxer aufgefahren. So bayerische Motorradl hat es in Tirol immer gegeben. Die hast du immer gekannt. Und einmal habe ich dann so eine Freundin gehabt und die ist halt irrsinnig auf Ducati gestanden und das Einzige, was ihr noch taugt hat, war eine R1 damals, das war so 2002, glaube ich. Und da war halt diese R1 auch noch so irrsinnig fesch und das war halt das Einzige, was auch noch gegangen ist. Und sonst hat sie die eigentlich bei so einem Motorradl nicht ausgehauen, ist auch nicht wahnsinnig gut gefahren, das muss man auch dazu sagen. Aber wir waren dann in Italien unterwegs. Und sie, glaube ich, ist hinten bei mir oben gesessen auf der Speed-Triple und wir fahren bei so einem Boxer-Motorradl vorbei und an der Ampel klopft es mir dann hinten auf und sagt, was war denn das? Hatte der einen Motorschaden? Was ist denn da weggestanden? Das war echt ein Traum, weil ich habe müssen echt nachfragen, ich habe nicht gewusst, was sie gemeint hat, bis ich dann draufgekommen bin, dass die das einfach nicht gepackt hat, dass dort also ein riesiger Brockenzylinder dort wegsteht, also so ein riesiges Metallteil steht dort ab, wo bei einem normalen Motorradl nichts absteht. Also für einen Leiden ist so ein Boxermotor durchaus was ganz Absurdes und ich muss sagen, ich finde es ja auch, ich finde es wirklich super.
Ich finde das irgendwie sehr lässig und es ist auf alle Fälle einzigartig ist es nicht. Das haben wir, wie gesagt, andere Hersteller haben das auch, aber trotzdem was ganz Charakteristisches und Auffälliges. So, der Kai Matuta sagt Nullzylinder. Okay, Nullzylinder, da gibt es eh. Das ist auch noch für sich auch was ganz Trauriges. Ich glaube, er hat eher so ein trauriges Gesicht dazu gesagt. Aber Nullzylinder, es gibt ja einen Wankelmotor. Und ein Wankelmotor hat keinen Zylinder. Also das wird auch noch gehen. Aber diese Wankelmotoren, ich habe jetzt dort kurz, irgendwann hat mir einer aufmerksam gemacht, es hat gegeben eine 500er Suzuki mit Wankelmotor. Weil die fahren Feen, 1000 mit Wankelmotor, an das habe ich mich noch erinnert. Aber die Suzuki mit Wankelmotor, na, das habe ich echt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ein 500er GS Suzuki hat es dort gegeben mit einem Wankelmotor. Oder nicht GS, irgendwie anders dort die Kassen, aber auf alle Fälle ein 500er mit Wankelmotor. Das ist ein Wahnsinn. Da dürften sie aber ganz, ganz wenige verkauft haben. Also am gebrauchten Markt, wer sie so eine sucht, na, der wird es schwer haben. Der Marcel Blöger, Suzuki Bandit 1250, ab 3250 Omin schon volles Drehmoment. Ja. Das ist eh so. Diese V2, die Freunde des V2, die sagen immer, na gut, mit seinem Reihenvierer, da hast du keinen Punch gefunden. Und ich meine, wenn der Reihenvierer genug Hubraum hat, hast du von unten eh einen ordentlichen Punch. Wobei ich sagen muss, das ist nämlich, es ist schon so, dass so ein Zweizylinder subjektiv unten einen direkteren Punch hat. Das stimmt hundertprozentig. Da kommt jetzt eh dann das Video auf 1000 PS, wo ich verglichen habe, diese Triumph T120 gegen die Honda CB1100 RS. Also den Reihenvierer gegen den Parallel-Twin. Und das ist einfach so. Von unten kommt so ein Zweizylinder einfach stärker raus. Das heißt, je langsamer du fährst, desto ärger kommt dir der Punch von dem Zweizylinder vor. Und desto schneller du fährst, desto mehr liebst diese seidenweiche und trotzdem irrsinnig satte Leistung von so einem Vierzylinder. Na gut, der Rudolf Sautner, Hayabusa. Hayabusa, das ist ein super Beispiel für einen richtig potenten Motor. Der Reihenvierer mit 1340 Kubik, 200 PS, ich glaube 160 Newtonmeter, da ist einfach was los. Da ist wirklich was los. Und die, da in jedem Drehzahlbereich ist da was los. Also da musst du keine Angst haben, dass du irgendwo verhungerst. Da ist immer was los. Der Christian Fü oder FI, das kann ich jetzt nicht ganz genau beurteilen, sagt V2 KTM 1290 Super Duke R. Der Hubraum macht's. Und dieser V2 von KTM mit die 1301 Kubik, na das ist natürlich schon was Gewaltiges. Das ist echt was Gewaltiges. Ist wirklich beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Und da fällt da auch oben aus, dann keine Leistung, sondern da ist echt was los. Da haben sie wirklich was eingefüllt. Und was mir persönlich wahnsinnig taugt an diesem Motor, ist, dass es aber unten nicht ruppig ist. Sondern das fährt eigentlich unten seidenweich, also seidenweich, es hat schon ein bisschen einen raueren Motorlauf, aber trotzdem kommt man das extrem kultiviert vor und ich finde, das kannst du eben wahnsinnig schön einsetzen, weil der so irrsinnig schön am Gas hängt, dieser V2 von KTM, der große. Ist ein Traum. Der Dieter Neoral, Benelli 900C, stand bei meiner Schule, wir Buben standen immer mit offenen Mündern davor, natürlich. Also eine Sechszylindermaschine, das war sicher ein Wahnsinn. Und früher ist ja das natürlich so gewesen, wenn du eine Sechszylindermaschine gehabt hast, dann hast du auch 6 Auspuffröhren gehabt. Das ist ein Wahnsinn. 6 Krümmer und hinten noch auf jeder Seite 3 verkrummte Tröten. Göttlich. Schon göttlich. Wobei ich persönlich sagen muss, ich meine, ich wünsche mir jetzt keinen Sechszylinder, das wünsche ich mir nicht. Ich bin natürlich der komplette Reihenvierer-Freak. Muss allerdings dazu sagen, dass so ein V4, wie den jetzt da von der Aprilia, na gut, das ist schon ganz, ganz was Feines, so ein V4. Und das Beste, was ich jemals gefahren bin, das gibt es halt leider nicht und das wird es nie geben, so ganz normal zum Kaufen. Das war damals
die 1000er Repsol mit V5. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und ich meine, jetzt darf man ja träumen. Da könnte man ja sagen, na gut, Honda ist jetzt so ein Technologieführer und so ein Gigant und überhaupt, das kann ihnen ja wurscht sein, wenn sie einmal was komplett Hirnrissiges machen und können ja von mir aus eine Mördermarie dafür verlangen und so einen V5 auf die Straßen bringen. Das ist ein Wahnsinn. Weil das ist so, ich meine, abgesehen davon, dass das jetzt halt ein wirklich ausgezucktes Motorkonzept ist, einzigartiges Motorkonzept ist, ich meine, das hat funktioniert, dieser V5, das war unfassbar. Ich meine, das war jetzt die Werksrennmaschine, der Werks-Grand Prix-Racer vom Rossi damals. Eh klar, dass das wahnsinnig toll funktioniert, aber ich meine, das kann man doch irgendwie einbauen für also ein ganz hochwertiges Serienprodukt, V5. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, es ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Aber ich meine, Ducati geht ja dort meistens an, wie soll ich sagen, einen sehr guten Weg aus meiner Sicht, weil die haben ja damals schon diese Desmo Sedici gebracht, die Desmo Sedici RR, in der Zeit, wo sie mit der 1000er V4 MotoGP gefahren sind, da haben sie einfach einen Serienableger gebracht. Ich glaube, der hat damals gekostet 72.000 Euro. Und ich kenne sogar zwei, die so einen haben, also die sie das gekauft haben. Und die haben es natürlich nie hergegeben. So ein Desmo Sedici RR gibt es nicht her. Und die, glaube ich, die haben das aber nicht gekauft fürs Wohnzimmer, sondern die fahren damit. Und sie meinen, das ist natürlich göttlich, natürlich. Du brauchst ein bisschen eine Marie, aber andererseits, wenn du schaust, was da für Autos um mal dumm fahren, na, das ist ja unfassbar, was das kostet. Insofern sind diese 72.000 Euro, na, es gibt eh viele Leute mit viel Geld und da hast du dann halt wirklich was Einzigartiges, was ganz, ganz Irres. Und jetzt bringt Ducati dem Vernehmen nach wieder an V4 und also eine Panigale Stradale oder wie das heißt. Und na, das wird schon was kosten und da kann man trotzdem sicher sein, na, da wird es genug Leute geben, die sich das kaufen. Und ich glaube, einen kenne ich schon, der gar nicht mehr schlafen kann, bis das endlich daherkommt. Und das ist, glaube ich, der Andi Künzel. So, der Walter Barthelmes, ein Zylinder bei wenig Kubik, ab ca. 400 Kubik, zwei Zylinder. Und für komfortable dann Vierzylinder. Alles andere ist vielleicht ganz nett, aber unnötig. Ja, Walter, aber du hast jetzt mehr oder weniger eh schon alles aufgezählt. Das Einzige, was du auslassen hast, ist ein Dreizylinder. Und den Sechszylinder hast du auslassen. Und bei dem Einzylinder ist es so, ich selber habe nur einen Einzylinder besessen, wie ich Moped gefahren bin. Das hat natürlich nur einen Zylinder gehabt. Dann haben meine Motorradl immer möglichst viele Zylinder gehabt, also im Idealfall 4. Und ich kenne aber sehr, sehr viele Leute, die voll auf diesen Einzylinder abfahren. Und bei mir ist halt immer so gewesen, mir ist halt bei so einem Einzylinder das Drehzahlband meistens ein bisschen zu schmal. Und dann fahre ich nicht wahnsinnig exakt. Das heißt, ich tue mir auf so einem Einzylinder eigentlich meistens ein bisschen schwerer, muss aber sagen, zum Beispiel in der kurzen Zeit, wo ich so Enduro gefahren bin, na, ich meine, da ist eh klar, das ist ein Einzylinder, ein Wahnsinn, obwohl da hat es ja so, vor Aprilia hat es ja so V2 gegeben, gell, so 535 oder so, 535, weiß jetzt gar nicht genau, wie die Kassen haben, aber das waren, glaube ich, auch ganz, ganz tolle Enduros, nur, ich weiß nicht, ob sie das, ich glaube, das hat sich nicht durchgesetzt, also dort fahren sie immer noch mit diesen Einzylinder. Und was halt das Bestechende für mich bei so einem Einzylinder ist, ist halt das, dass es halt tut, also diese Reduktion der benötigten Teile. Du kommst halt aus mit einem Kolben, du kommst aus mit einer Pleidelstange, die Kurbelwellen ist natürlich viel kleiner und ja, oben ein Zylinderkopf. Also das ist irgendwie schon eigentlich was Leibendes, was Minimalistisches. Beim Fahren selber hat es halt mir nie so wahnsinnig taugt. Ich verstehe aber jeden, dem das richtig super taugt. Weil ich glaube, das ist ein echt tolles
ein tolles Spaßgerät. Und was dann schon stimmt, ich meine, Spaßgerät, dieses 690er KTM, na, da sind sie ja gefahren, dann am Pannonia-Ring, ich glaube, 2,5 sind sie dort gefahren mit dieser 690er KTM. Und das ist eine Zeit, die habe ich nie geschafft. Auch nicht mit die, keine Ahnung, mit die 180 PS Vierzylinder habe ich 205 nie geschafft. Und die sind das gefahren mit einem Einzylinder, mit einem 690er Einzylinder. Also insofern, ja, und dann, was ich mich natürlich noch erinnern kann, weil das so wahnsinnig spektakulär war, das war die Suzuki Dr. Pig mit einem 800 Kubik Einzylinder. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, der Andreas Christian, ist er schon weg. Andreas Christian hat auch an 1200 oder an 1250er Banditen, das habe ich jetzt nicht genau gelesen, luftölgekühlter Motor, und der sagt halt, das ist nicht umzubringen und das fährt halt einfach so geschmeidig. Und das stimmt natürlich. So, also ein Vierzylinder mit ordentlich Kubik, der jetzt halt nicht leistungsmäßig komplett am Plafond oben ansteht, dann bringst du nicht um. Und hast natürlich ein ganz, ganz souveränes Fahrgefühl. Wobei eben diese Motoren mit weniger Zylinder, na, die teilen ein bisschen härter aus in den Bereichen, wo wenig Drehzahl ist. Das Coty Heiß V4 aus der RSV4 ist für mich der Favorit. Ja. Und drunter gleich der Andi Künzel, V2 und Ducati muss draufstehen. Ja. Bei mir ist so, Scotty heißt, ich verstehe das wirklich, weil ich auch diesen V4, ich habe jetzt den, ich kenne den natürlich jetzt besser aus der Duono Factory wie aus der RSV4. Das ist ein göttlicher Motor. Das ist ein wahnsinnig toller Motor mit einem unglaublich tollen Ansprechverhalten, mit einer wirklichen Leistung und einem unvergleichlich leibenden Sound. Also da ist Aprilia was ganz, ganz Großartiges gelungen. Und ich bin gespannt, wann die Japaner das aufhupfen und wieder ein V4 bringen, weil sie haben ja relativ, also sie, Honda hat ja eh einen 1200er V4, aber so einen rennsportlichen V4, das bietet halt momentan niemand an, außer Aprilia, glaube ich. Hat das sonst noch jemanden an? Einen rennsportlichen V4? Nein, ich glaube, das hat nur Aprilia und jetzt zieht den Ducati nach. Und der Andi Künzel muss sie verschrieben haben. Der hat geschrieben V2 und Ducati muss draufstehen. Also alles, was ich weiß, der schläft nicht mehr gut, bis er dann endlich auf der Messe in Mailand ist und diese V4 Ducati anschauen kann. Der Erik Burkhardt sagt, definitiv 3. Genug Druck von unten und weit genug drehen kannst du auch. Ja. Und ich persönlich bin auch ein echter Fan von diesen Dreizylinder. Ich kenne die, also ich habe schon ein Yamaha gehabt in die, wann war das? In die 80er Jahre. In die 80er Jahre mit einem Dreizylinder, also so eine XS 850. Das war in Ordnung, war nicht wahnsinnig berauschend, aber das war in Ordnung. Aber diese Dreizylinder in der Speed Triple, Triumph Dreizylinder, das hat mir irrsinnig taugt. Das hat mir wahnsinnig taugt, finde ich auch nach wie vor irrsinnig toll. Allerdings ist das, was du gesagt hast, und weit genug drehen kannst du ja auch. Das ist das Einzige, was mich bei diesen Dreizylinder immer ein bisschen gestört hat, dass jetzt gerade, wenn du das Gefühl gehabt hast, ja, und jetzt windet man es richtig aus, warst du im Begrenzer. Also mir ist bei den Dreizylinder immer der Begrenzer ein bisschen zu früh kommen. Bei der Daytona, bei der 675er, da stimmt das nicht. Da kannst du es eh wirklich schön austragen. Aber bei die Speed Triples war das das Einzige, was mir ein bisschen gestört hat, dass der Begrenzer ein bisschen zu früh gekommen ist. Also ein bisschen zu früh. Du hast einfach subjektiv, wenn jetzt weil das hat ja eh Hochdraht wie ein Vierzylinder. Und jetzt hast du erwartet, dass das oben aussieht, auch noch so aussieht wie ein Vierzylinder. Und das hat aber dann relativ früh, also relativ früh abgeriegelt. Aber es hat halt abgeriegelt. Aber 3-Zylinder ist ganz großartig. Und die neuen, weil das schreibt jetzt da gerade der Marvin Giese, 3-Zylinder, 3-Zylinder für ein Halleluja. Yamaha MT-09. Diese 3-Zylinder von Yamaha, das ist aus
zur richtigen Zeit macht. Und die funktionieren ja wirklich super und das haben sie jetzt auch, da haben sie eine echte Plattform, in was das, in wo, wo dieser Dreizylinder überall drinnen steckt und das sind Weltmotorradeln und finde ich auch ganz, ganz super. So, und jetzt habe ich das eine hab ich verpasst. Das ist jetzt leider weg. Nein, das hat gar keinen Sinn, dass ich da nachdenke. Leider, es tut mir leid, da habe ich jetzt eins verpasst. Sorry, was ich beantworten wollte, das ist nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Der Benjamin Wittheim, ein Zylinder Doppelkolben, zum Beispiel Buch, ja. Das ist ein Wahnsinn. Die Buch, die 250er Buch, die hat wirklich. Nein, die hat schon zwei. Ist es wirklich nur ein Zylinder? Na, wenn sie zwei Kolben hat, na, sie hat wahrscheinlich ein Zylindergehäuse, aber sie muss innen schon drei, also zwei Bohrungen haben. Weil wo sollten sonst dieses, wie sollten sonst diese Kolben geführt werden? Aber es ist ein Doppelkolben gewesen. Ein Doppelkolben mit einer ganz eigenartigen Pleudelstange, gell? Die ist die ist auf derselben Stelle auf der Kurbelwelle gesessen und hat sich dann so verteilt, so eigenartig. Aber ich meine, die Bohrung muss schon für beide Kolben da gewesen sein. Aber es ist ein arger Motor und der hintere hat er immer angerieben. Wahnsinn. So, Hubert Haslauer, Vierzylinder in 1300 Kubik, XJR, perfekt, da geht's nimmer. So, Hubert Haslauer, und da muss er jetzt leider in der ersten Instanz gebe ich da vollkommen recht. 1300 Kubik ist einfach ein Wahnsinn. XJR, ein Traum. Luftkühler mit 1300 Kubik. Bin ich auch wahnsinnig begeistert. Und jetzt muss ich da aber auch noch meinen Lateinprofessor umhängen, weil, wie gesagt, das ist jetzt her, weiß ich nicht, 35 Jahre. Aber das war einfach so ein guter Typ, der mir wirklich, oder uns, so viel vermittelt hat, vor dem ich heute noch zehre. Und unter anderem ist es so, dass es, wenn du jetzt schreibst, perfekter, geht's nicht mehr. Das lese ich relativ oft, dass jemand sagt, na, das ist ja eben perfekter, geht's nicht mehr. Aber perfekt kann man nicht steigern. Das ist so wie extrem. Es gibt nicht extremer. Extrem ist schon das Superlativ. Also, ich habe eine Freude damit, dass ich das weiß und ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber perfekt ist schon am besten, so wie optimal, das ist schon am besten und extrem ist das Äußerste, das kann man nicht mehr steigern, extremer. Mir fällt das halt relativ oft auf, irgendwo, weil das halt heutzutage, selbst in so Tageszeitungen, die was auf sich halten, ist das noch so drinnen und das reißt es mich immer ein bisschen. Hubert, die XJR 1300 ist perfekt. Taugt mir auch, wahnsinnig. Der Christoph Schützhofer, Vierzylinder luftgekühlt, zum Beispiel 500. Z500, ja, das ist herrlich, ja. Aber das war, den ersten 500er Luftkühler, den haben sie daher gezahlt, das war so ein GS500 mit einer Marvin 4-1. Und ich war der, was daher gezahlt hat, hat mir immer nur gesagt, hör dir den Spruch an, hör dir den Spruch an. Und dann hat er es angestartet und dann immer diesen Sound ausgelassen. Und das Witzige war ja damals, das hat ja keinen gestört. Das hat wirklich keinen gestört, haben alle eine Freude gehabt, dass dieser Motor so einen wahnsinnigen Spruch hat. Und der Spruch hat geheißen, dass das irrsinnig schön am Gas hängt und wirklich laut und voll durch dieses Rädel ausschreit. Das war herrlich. Ui, das kenne ich gar nicht. Ui, der Martin Schmidt. 250 Kubik, Zweitakt V2. Das tut mir leid. Sowas kenne ich. Das klingt aber wild. Das klingt wirklich wild. Aber das kenne ich nicht. Der Chris the Dark. Was sagst du zum Yamaha R1 Motor Baujahr 2000? Den kenne ich natürlich.
Den kenne ich natürlich, habe ja ganz glorreiche Sachen erlebt. Man musste übrigens den Höllenritt auf der R1 auf Zonkos Welt-TV, den musst du anschauen. Weil da bin ich bin ich genau mit dem Motorrad gefahren und dieser Motor war unfassbar damals. Es war also ein richtig starker, gieriger, unglaublich laufruhiger Motor. Ich weiß ja, wie der heute beieinander ist, aber damals war es einfach ein Traum. War wirklich ein Traum. Schau, da kommt der blaue Ozean, wahrscheinlich wegen dem Höllenritt auf der R1 nach Cannes. Ja, da hat es mir ja Riesenfreude gemacht. Das ist schon herrlich, wenn man das dann erzählt und das taugt in die Leute und das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. Da erlebt man es gleich ein zweites Mal. Der Markus Fichtel, den größten Grinser, macht eindeutig der Sound eines Harley V2. Jawohl. Der Tim Schulz, wie findest du die BMW 1000RR? Wahnsinnig toll, wahnsinnig toll. Aber da gibt es auch, da gibt es ein super Video auf 1000 PS. Da habe ich verglichen die S1000R gegen die S1000RR. Das war heuer in Spanien. Also BMW S1000RR gegen versus BMW S1000R 2017 Zonko eintippen, dann kommst du drauf, da rede ich mehr oder weniger, ich glaube, noch fast 20 Minuten über diese beiden Motorradeln und da kommt ganz klar raus, dass man das wahnsinnig taugt hat. Detlef Schröter, KTM Duke 96, ein geiles Gerät mit einem super Sound. Ja. Diese 96er Duke ist schon ein Wahnsinn. Wie gesagt, 205 in Pannonien und eigentlich eher. Max Wilhelm, 500 Kubik, Zweitakt, Vierzylinder, Doppelreihenmotor mit zwei Kurbelwellen. Das ist ein Motor und kein V2. Ja, aber ich meine, 500 Kubik, Zweitakt, Vierzylinder, Doppelreihenmotor mit zwei Kurbeln. Das klingt ganz, ganz irre. Brutal. Ja, genau. René Fekete, das habe ich ganz vergessen. Der Colin Edwards, das war der Texas Tornado. Genau. So, jetzt schaue ich nochmal. Ja, jetzt, leider habe ich da jetzt einmal ganz weit. Das Kirmir, Raivovara, ich glaube, den V2-Sound finden wir so toll, weil er an den Herzschlag erinnert. Daraus kann man schließen, wer V2 nicht mag, hat kein Herz. Das ist ein Traum, das ist echt ein Traum. Herrlich. Ich glaube, es geht ja, ist ein netter Schluss, aber es stimmt nicht, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob der V2-Sound an den Herzschlag erinnert. Das glaube ich, erstens, das glaube ich schon nicht. Und zweitens, aber es ist trotzdem herrlich, herrlich formuliert. Hat kein Herz. Ja. Der Martin Unterauer, Norton, entwickelt einen eigenen V4. Herrlich. Norton, ich weiß nicht, kommt das richtig in die Gänge oder da bin ich mir ganz unsicher, was mit den Norton los ist. Ich hätte einen Wunsch, nicht? Weil Norton ist ja ganz was Leibendes. Hoffentlich kommt es in die Gänge, aber ganz sicher. Der Andrea Orlando. Alles macht Spaß. V-Max mit V4 herrlich. V2 in der Duke. Emotioni. Zweier Boxer in der BMW. Hammer. Ja, das Andrea Orlando sagt aber ganz was Richtiges. Das eigentlich macht jedes Motorkonzept Spaß. Es hat halt jedes seine Vor- und Nachteile, finde ich. Aber du kannst mit jedem einen echten Spaß haben. Das ist die Wahrheit. Ich persönlich, ja, ich brauche halt ein bisschen ein breiteres Drehzahlband, das habe ich sehr gern. Was ich nicht gern habe, sind ruppige Motoren. Das mag ich nicht. Ich mag gerne eine Laufkultur, weil ich ja auch einen relativ runden Fahrstil habe. Und je ruppiger dieser Motor ist, desto schwieriger ist es, dass du einen runden Fahrstil hast. Und deswegen finde ich zum Beispiel jetzt, da bin ich mit diesen neuen Boxern,
bin ja jetzt, also mir haben die Boxer immer taugt, ich habe immer gefunden, es ist ein ganz ausgezucktes Motorkonzept, aber erst seit sie so vorn, wie sie jetzt fahren, halt mit diesem Wasserkopf und mit diesem überarbeiteten Getriebe und mit dem Schaltautomaten, erst jetzt bin ich eigentlich restlos davon begeistert, weil das jetzt eben auch ein wirklich rundes Fahren zulässt. Und das war früher mit den Boxer eigentlich ziemlich schwer, weil schon durch das Getriebe und durch diese argen Movements hast du eigentlich nicht wirklich einen ganz einen sauberen Strich fahren können, und mit den Neiden kannst du dann wirklich sauberen Strich fahren. Und das ist für mich einfach wichtig, dass das Fahrwerk vom Motor mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Und dann ist es eben irrsinnig schön, rund zu fahren, und das runde, harmonische Fahren, das liegt mir, das macht mir am meisten Spaß. Ja, und das brauche ich eigentlich. Das brauche ich, ja. Das ist aber leibend. Der Walter Ellinger sagt, bin V4, Reihen, Vierer und Zweizylinder gefahren. Würde sagen, alles geil, Hauptsache zwei Räder. Jo, weil du jetzt sagst, Hauptsache zwei Räder, jetzt hätte ich gerne so eine Abstimmung machen, weil mich das mich echt interessieren, wie das da draußen ist. Weil jetzt reden wir natürlich nur über Verbrennungsmotoren, weil für mich ist ja, das ist nach wie vor so, dass so ein Motorradmotor ein Verbrennungsmotor ist. Das ist einfach so, aber es gibt ja mittlerweile jetzt doch schon einige so Elektromotoren, und wie stimmt man das jetzt am besten ab? Mich würde interessieren, wie viele von euch sich vorstellen können, dass mit so einem Elektromotorradl fahren. Also, oder sagen wir so, wer würde einen Elektromotor einem Benzinmotor vorziehen? Der müsste jetzt einen blauen Daumen einschicken. Das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn, da tut sich gar nichts. Da tut sich echt nichts. Und jetzt machen wir das Gegending, weil da jetzt kommt dann der blaue Ozean, hoffe ich. Wer würde... Also, für wen kommt so ein Elektromotor nicht in Frage? Die müssen jetzt den Daumen hochgeben, wer keinen Elektromotor will. Ja, das schleppt sie. Ah, jetzt kommt er, der blaue Ozean. Weil zuerst sind noch die finsteren Gesichter reingemacht, das war wegen den Elektromotoren. Und jetzt, also... Das ist jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ, weil ich halt, wie gesagt, wahrscheinlich dieses Klientel, die auf Elektromotoren abfahren, na, die werden wahrscheinlich nicht bei mir im Brennraum sitzen. Nimm ja, aber ich selber, ich kann wirklich nichts anfangen. Ich habe so einen Elektromotor, habe in der Zahnbürste, da finde ich das super. Und früher diese Kaffeemaschine, das war auch leibend mit einem Elektromotor. Aber so ein Motorradl mit einem Elektromotor, das tut mir richtig weh. Das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Wahnsinn. Ich glaube, das war jetzt der größte blaue Ozean in der Geschichte des Brennraums. Und da bedanke mich ganz, ganz herzlich, weil das ist eine echt große Freude. Weil ich meine, ein Motorradl, das muss einen Tank haben und da muss dann Sprit einfüllen. Das, herrlich, herrlich. Na, der Blase Lukas sagt, kannst du was zur neuen XJR 1300 sagen? Ja, leider, Blase, die gibt es ja nicht. Die haben sie eingestellt. Die XJR haben sie eingestellt. Und der einzige, der jetzt noch so einen riesigen Luftkühler baut mit 1100 Kubik, ist Honda, mit der CB1100. Und die Yamaha, leider, also das letztes Jahr haben sie es noch gehabt, die XJR 1300, göttliches Motorradl, aber die haben einfach diese Euro 4 Hürde nicht genommen oder wollten sie es nicht nehmen, auf alle Fälle gibt es das nicht mehr, leider. Aber... Ich kann mir durchaus vorstellen, weil Honda hat ja gesagt, dass es geht.
Du kannst einen 1100er Luftkühler bauen und Euro 4 erreichen und vielleicht stachelt diese Yamaha ein bisschen an und sie bringen wieder den 1300er Luftkühler halt in einer Euro 4 Version. Wäre natürlich super. Den Kaffee habe ich geschwächelt. Na, der ist schon ein bisschen kalt. Wirklich? Der Christian Morgentum sagt, Honda sollte eine neue CX500 auflegen. Das weiß ich nicht. Glaubst du, das ist gut gehen? Das ist gut angekommen? Und bei mir war das war ganz, ganz eigenartig. Also wie es diese CX500 gegeben hat. Das war zwar die erste Honda Cup Maschine, aber mich selber hat die nicht vom Hocker gerissen, diese CX500. Da haben wir eher gedacht, das ist ein komischer Motor. Und ich glaube, die hat sogar einen Kardan gehabt. Schwer ist gewesen. Mir hat die gar nicht so zugesagt. Jetzt gibt es so einen echten Hype. Jetzt bauen sie die um und das schaut irgendwie dann eh ganz lässig aus. Und wie gesagt, die, was der Honda Cup gefahren sind, die sind auch ordentlich gefahren damit. Aber mir hat es wirklich nicht vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, ob das... Na gut, der Werner Bacher formuliert es aber großartig. V4 Tuono beim Starten, einfach ein Wahn, der Sound. Das stimmt, das ist echt was ganz Geiles. Ja, der IHF Kai, MV Agusta F4. Wenn's mit einem RG3... die vier Orgelpfeifen unterm Arsch über 8000 Orgelst, ist es zum Niederknien. Ferrari hat diesen Motor mitentwickelt und ich bin Maranello unglaublich dankbar dafür. Ja, das ist dieser Zylinderkopf mit der radialen Ventilanordnung. Das hat, glaube ich, tatsächlich Ferrari, das haben sie von Ferrari übernommen oder von Ferrari gekriegt, diesen Kopf. Und der Sound von der MV Agusta ist natürlich ein Wahnsinn. Es ist wirklich super. Da gibt es gar nichts, aber ich bin mir nicht sicher, wie es mit der Bude weitergeht. Momentan ist, glaube ich, das ist nicht ganz zufriedenstellend. Also wenn das liest halt hin und wieder, wenn einer so eine MV Agusta hat, dass der halt unter Umständen echt lang auf diese Ersatzteile wartet, weil das halt einfach... Na, das ist, glaube ich, ja momentan ein bisschen eine schwierige Zeit für MV Agusta. Und ich bin mir aber sicher, na, das wird nicht sterben. Irgendwie werden sie das schon wieder in die Gänge bringen, aber ja. So, der Alex Cipulka klärt mir da auf. RS250 ist meines Wissens ein Zweitakt-Zweizylinder gewesen. Die Maschinen der 250er WM von damals, okay. Dann die Aderholt, der Hartzunko im Duell mit dem Audi, ja, das war herrlich. Ja, ich verstehe, das heißt, die Kommentare, die beziehen sich auf das. Na, Freunde, ich habe fürchterlich versagt heute. Na, habe ich Ehre. Na, aber das muss ich gleich, eins habe ich jetzt noch ganz schnell überlesen. Ich wollte es eigentlich überlesen. Der Peter Richtinger bei Wang ist auch geil. Und ich glaube, der Peter Richtinger, ich glaube, du hast das wahnsinnig tolle Parkhaus geschickt, gell? Und trotzdem, das mit dem Beiwagen, das bock ich nicht. Ich muss allerdings sagen, ich bin auch selber nie Beiwagen gefahren. Ich meine, ich bin einmal mitgefahren auf der Nordschleife mit Herr der Ringe im Beiwagen. Na, das ist ein Wahnsinn gewesen, da ist nichts weitergegangen und der hat gekackelt auf dem alten Rennmotorradl. Unvorstellbar, wie der arbeiten hat müssen und ich meine, wir sind keine Kurvengeschwindigkeiten gefahren. Die Fahrdynamik im Vergleich zu einem Motorrad ist einfach fürchterlich mit seinem Beiwagen. Und ich weiß, dass es echt viele gibt, die auf das stehen. Ich bock das nicht. Ich verstehe es eigentlich nicht. Aber ich meine, das darf man nicht überbewerten. So, okay, da geht's jetzt schon.
Schau, der Andreas Seipel sagt, ist nicht wahr. Ersatzteile kommen. Wenn es nicht daherkommt, liegt es am Händler. Das wird sich auf MV beziehen, umso besser. Ich habe jetzt halt durch zwei, drei so Posts habe ich gelesen, wo die halt ganz verzweifelt sein, weil sie halt dann in der Saison fahren wollten und dann nichts gekriegt haben. Aber wenn es am Händler liegt, okay, dann halt den Händler wechseln. Aber ganz super, glaube ich, ist es momentan nicht. So, Freunde, Beiwagen verbindet, sagt irgendwas. Der Uli Sloneck, Wahnsinn. Beiwagen verbindet perfekt die Nachteile des Bürgerkäfigs mit den Nachteilen des Bikes. Bravo, Uli. Ich meine, das ist natürlich jetzt vielleicht für die Motorenwertung nicht ganz der passende Schlusssatz, aber ich finde es trotzdem irrsinnig herrlich. Und ich sehe das genauso. Und Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich weiß gar nicht, irgendwie, ich meine, das Entscheidende, was gewesen ist, wir wollen keine Elektromotoren. Das war ganz super. Und ansonsten ist halt rausgekommen, dass ja alle Motorkonzepte soweit gut sind, dass halt jedes ihre Liebhaber findet. Und ja, wenn es zwei Radeln hat und einen Verbrennungsmotor, na, dann kann man immer einen großen Spaß haben und ist sehr glücklich. Und jetzt gibt es mir noch zur Verabschiedung den blauen Ozean, weil ich mich so gefreut drüber. Das ist einfach herrlich. Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Herrlich ist gewesen und nächste Woche 21.15 Uhr live aus dem Brennraum. Da sehen wir uns wieder. Danke sehr. Ciao, Papa, grüß euch.